Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Und hast du Interesse an der Prüfung TELT Deutsch B2? Dann besuche bitte meine Playlists für die mündliche Prüfung TELT Deutsch B2, für die Briefe B2 und für die grammatischen Themen, die du bei der Prüfung unbedingt benötigst. Und heute sprechen wir über die Sprachbausteine. Sprachbausteine sind ein Teil der schriftlichen Prüfung. In meinem älteren Video habe ich schon ein Buch von Dr. Ilya Kozarev präsentiert. Den Link dazu lasse ich euch in der Videobeschreibung. Und heute zeige ich euch mit Hilfe von dem neuen Buch Sprachbausteine B2, Teil Nummer 2, wie man die Teile Nummer 1 und Teile 2 löst. Und ich verlose genau dieses Buch hier, das ist ganz neu. Und für mehr Übung, du findest hier noch mehr Übungen und noch mehr Aufgaben. Nun schauen wir mal gemeinsam in das Buch hinein und dann lösen wir die Aufgaben gemeinsam. Und ich erkläre dir Schritt für Schritt, wie man die Sprachbausteine knackt. So, nun gehen wir bei Amazon und wählen einfach Sprachbausteine B2. Sprachbausteine B2 und da kommen Ergebnisse. Das gelbe Buch habe ich euch schon gezeigt. Und das ist das rote Buch, das ist Teil Nummer 2. Wir klicken das hier. Das Buch kostet nur 11,99 Euro. Und hier, wenn du auf Blick ins Buch klickst, dann siehst du schon die Inhalte des Buches. Und ich möchte das euch zeigen. Schau mal hin, wie viele Übungen? 11 Übungen. Und jede Übung hat in sich Teil 1 und Teil 2. Ja, also das heißt, du hast 22 Übungen für die Sprachbausteine zu trainieren. Das ist wahnsinnig viel. Und ich kenne noch kein Buch, das auch so viele Übungen anbietet. Nur das Buch Teil 1 bietet auch so viele Übungen, aber alle anderen Bücher kenne ich nicht und deswegen möchte ich das euch jetzt zeigen. Außer diesen Sprachbausteine gibt es noch 6 Übungen. Das sind Lückentexte, wo die Verben mit einem Wortstamm, zum Beispiel machen oder hören oder wenden, legen, stehen, stellen. Da sind unterschiedliche Verben und da solltest du auch ein passendes Verb in den passenden Satz reinstellen. Das ist super Übung. Das würde ich euch allen empfehlen und ans Herz legen. So, nun kommen wir zu diesen Aufgaben. Wie sehen die aus? Schaut mal. Sprachbausteine Teil 1. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, hier ist eine E-Mail oder ein Brief und die Aufgabe ist genauso aufgebaut wie in der Prüfung. Schaut bitte hin. Hier steht, lesen Sie den folgenden Text, bla bla bla. So sieht auch die Aufgabe in der Prüfung aus. Und das ist wichtig, weil du dich auch geistig für die Prüfung auch vorbereiten kannst, indem du diese Aufgabe einfach anschaust. Ja, hier gibt es beim Teil 1 drei Aufgaben, drei Lösungen zur Auswahl, A, B, C. Und beim Teil Nummer 2 haben wir einen Artikel, wir haben hier einen Text. Und hier gibt es keine Lösungen zur Auswahl. Hier muss man auswählen, entweder A oder B oder C. Und ihr könnt euch merken, beim Teil 2 gibt es 10 Fragen. Aber 15 Antworten, viel mehr Antworten, als man braucht. Das heißt, 5 Wörter bleiben hier übrig. Die brauchst du nicht. So,
Auf jeden Fall lohnt es sich, dieses Buch zu kaufen und zu trainieren fürs Zuhause. Und wenn die Lehrer auch meinen YouTube-Kanal sich anschauen, würde ich auch den Lehrern dieses Buch stark empfehlen. So, das rote Buch, Teil Nummer 2, ganz frisch. Ich denke, das ist ganz neu, weil vor einem oder 2 Monaten, wo ich das Video gedreht habe über das gelbe Buch, war das zweite Teil noch nicht da. Gut, nun machen wir jetzt zusammen, lösen wir ein paar Aufgaben aus diesem Buch. So, nun möchte ich euch das zeigen. So, ich habe hier Übung Nummer 4 genommen, Sprachbausteine Teil 1. Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie, welches Wort A, B oder C in die jeweilige Lücke passt. Markieren Sie Ihre Lösungen. So, ich wiederhole noch einmal. Teil Nummer 1 ist normalerweise ein Brief. Ja, und wir sehen hier, liebe Eltern, liebe Geschwister. Ich würde es so machen. Ich lese hier, nach 5 unvergesslichen und spannenden Jahren Probezeit trauen wir endlich. Also, wenn ich weiß, dass hier trauen wir uns endlich, dann, hier nehme ich meinen Stift, dann schreibe ich hier uns. Ja, wenn ich das weiß. Wenn ich das aber nicht weiß, dann muss ich einfach nach unten gehen und mir die Lösung anschauen. Hier. Ich gehe einfach nach unten und schaue mir hier das an. Sich, euch oder uns. So, ich überlege mir, okay, trauen wir sich, trauen wir euch oder trauen wir uns? Okay, uns passt hier richtig. So, was mache ich weiter? Ich schreibe hier uns oder ich schreibe hier Variante C. Ja, du darfst entweder hier deine Antwort schreiben oder einfach Lösungs Wort A, B oder C, wie du möchtest. Das ist ganz, ganz egal. Dieses Blatt hier wird nicht bewertet. Dieses Blatt wird am Ende abgegeben an die Prüfer. Ja, das heißt, du musst so schnell wie möglich diese Aufgabe lösen und in deinen Antwortbogen schreiben. Also zum Beispiel, das ist dein Antwortbogen A, B und C. Und hier ist wichtig, dass du deine Lösung mit einem Bleistift so schön ausfüllst, dass der Computer, der Scanner, das auch lesen kann. Das ist wichtig, ja? So schön machen. Gut, also Nummer 1 war sehr leicht. Dann gehen wir weiter. Für jetzt und für immer möchten wir Ja zueinander, zu einer gemeinsamen Zukunft voller Liebe sagen. Aus diesem erfreulichen Grund laden wir euch herzlich unserer Hochzeit an. Wenn du nicht weißt, was hier kommt, schreibe dir einfach einen Fragezeichen. Ja? Also du weißt es nicht. Und dann gehst du einfach nach unten. Hier und schaust dir, was gehört zu Aufgabe 2. Wegen, in oder zu. Wir laden wegen dir oder zum Geburtstag. Ja? Das heißt, wir brauchen die Präposition zu und hier sehen wir schon Dativ zu unserer Hochzeit. Also entweder schreibe ich hier zu oder schreibe den Buchstaben A, B oder C. So, weiter geht's. Wir um 11 Uhr im historischen Rathaus der Stadt Köln standesamtlich getraut.
Okay, ich weiß überhaupt nicht, was für ein Wort hier reinkommt. Also schaue ich nach unten. Nummer 3. Werden, wurden und noch letztes Wort hier fehlt. Also das heißt, ich wiederhole noch einmal. Wir werden getraut oder wir wurden getraut oder wir waren getraut. Hier passt Futur, die Zukunftsform. Wir werden getraut. Das ist doch eine Einladung zu meiner Hochzeit. Also die Variante werden passt. Ich schreibe entweder werden oder Buchstabe A oder gleich zwei Varianten. A und werden. Und so gehe ich weiter vor. Und wenn ich fertig bin, entweder mache ich schon in der Vor-, also in dieser Zeit, wo ich hier schreibe, schreibe ich hier auch in meinen Antwortbogen die Lösungen rein. Ja, dass ich alles parallel mache. Sonst reicht mir die Zeit nicht. Das ist sehr wichtig für euch, dass ihr auch in der Zeit die Zeit nutzt und alles in den Antwortbogen schreibt. Das ist sehr wichtig, ja? Wenn du siehst, du hast noch genügend Zeit, du hast schon Leseverstehen gemacht und du hast sehr viel Zeit, du bist sehr flott, du bist sehr schnell, dann natürlich kannst du das langsam angehen. Aber nicht alle Schüler sind so schnell. Und diese Aufgabe erfordert Übung. Deswegen sage ich euch, holt euch dieses Buch und trainiert mit dem Buch zusammen und ihr werdet sehen, wie besser und besser nach jeder Übung ihr werdet. Das ist sehr wichtig, ja? Übrigens, für die Sprachbausteine bekommt man 30 Punkte. Insgesamt maximale Punktzahl. Und pro jede Antwort bekommt man 1,5 Punkte. Ein 1,5 Punkt. So, und das ist wenig. 30 Punkte sind natürlich wenig, aber wenn es bei jedem Teil ein bisschen was fehlt, dann kann es sein, dass du die Prüfung einfach nicht bestehst. Also trainiere gezielt deine Schwächen. Ja, und die Sprachbausteine sind für viele, viele ein schwacher Punkt, wo die auch schwach sind. Und ich verstehe das vollkommen, weil bis jetzt gab es nur auf der TELG-Seite nur eine Prüfung, eine kostenlose Prüfung, wo die Leute dann auch nur einmal Sprachbausteine trainiert haben. Und dann gibt es noch andere Bücher, wo gibt es nur drei oder vier Modelltests. Und dann hat man auch noch mal drei, vier Übungen. Aber dass man heutzutage schon über 20 Übungen hat, das gab es früher nicht. Deswegen jetzt ist die Chance, dass die Sprachbausteine zu trainieren und die Punkte nachzubessern, ja, dass du mehr Punkte bekommst. So, dann geht es weiter. Hier. Genau, so gehst du weiter. Und wenn du etwas nicht weißt, machst du einfach weiter und weiter, schreibst hier dir, hier weiß ich nicht, hier weiß ich nicht, hier ist A, hier ist B und so weiter. Und wenn du Zeit hast, gehst du wieder zurück zu den Aufgaben, die du nicht kennst, und die sind hier sehr schön markiert mit Fragezeichen, und löst sie wieder. Gut. Nun schauen wir uns den Teil Nummer 2, Sprachbausteine Teil Nummer 2. Hier sehen wir einen Artikel oder einen Text. Porzellan, das weiße Gold. Das Porzellan wurde im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung in China, bla bla bla. Okay, ich weiß es nicht, was hier kommt. Dann gehe ich einfach nach unten und schaue mir, was könnte da reinkommen. Und das Problem ist bei dieser Aufgabe, hier unten sind die Lösungen
Und die sind alle mit den großen Buchstaben geschrieben, dass ich schon unterscheiden sollte, ob es ein Nomen ist, ob es eine Präposition ist oder ob es ein Adjektiv oder Konnektor ist. Also das muss ich schon wissen und ich muss das Wissen haben, dass die Nomen groß geschrieben werden, die Verben klein geschrieben werden und so weiter. Ja, und da muss ich auch mein Wissen mitbringen. Wie ist die Wortfolge, wenn zum Beispiel ein Konnektor weil steht oder ein anderer Konnektor? So. Jetzt habe ich hier den Text gelesen und ich weiß nicht, was soll ich hier reinlegen. Das Porzellan wurde im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung in China, und hier lese ich, entweder erfunden oder gefunden. So, dann nehme ich wieder meine Tafel. So. Hier. Also ich muss mir überlegen, passt entweder gefunden oder erfunden. Deswegen gibt es in diesem Buch die Übungen zum Wortschatz, wo du mit dem Wortstamm zum Beispiel finden, erfinden, finden, gefunden und so weiter, dass du diese Verben auch kennst. Ja, deswegen sind diese Übungen jetzt im Buch. So, und dann überlegst du dir, wurde Gold gefunden oder wurde Gold erfunden? Okay, ich tippe auf erfunden und so schreibe ich das auch hier oben erfunden. So, muss meine Tafel wieder aktivieren. Genau. Erfunden. Und das war Buchstabe O. Ja, entweder schreibst du die Buchstaben oder du schreibst das Verb, das Wort. Und wichtig ist, in den Lösungen, in deinem Antwortbogen, musst du dann auch sofort übertragen. Ja, hier gibt's A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Und dann irgendwann bei O musst du das auch übertragen und so schön alles ausmalen, dein Kästchen. Das ist wichtig für den Scanner von Telc. Es wird nicht mit der Hand geprüft, sondern mit dem Scanner. Also schreibst du bitte hier ganz mit deinem Bleistift. So schön musst du das malen. So, dann sehen wir ganz viel Text und wir verlieren keine Zeit und bitte, wir lesen diesen Text nicht. Das ist für uns interessant. Wir suchen den Satzanfang hier. Er beschreibt in seinem Gegenstände aus einem weißen Material. Okay? Bla bla bla. Er beschreibt in seinem. Aha, was kann das sein? Was kann das sein? Wir schauen mal wieder nach unten. Sogar Besitz, seitdem übernahm, verfügt, wollte, gingen, folgte nur dort dabei edlen Bericht. Er beschreibt in seinem Bericht natürlich. Man schreibt in seinem Bericht. Also hier passt das Wort Bericht. Das ist ein Nomen. Er beschreibt in seinen Folgen, das passt nicht. Er beschreibt in seinen Seiten, nein. Also nur hier passt das Wort Bericht. Also gehe ich wieder nach oben zu meinem Text und schreibe hier den Buchstaben oder das Wort Bericht. So, aus einem weißen Blablabla, Material, das die Chinesen als Tafelgeschirr nutzen und macht auch einige Angaben zu seiner Herstellung. Aus einem weißen Blablabla, Material. Das heißt, Nummer 3 ist ein Adjektiv. Aus einem weißen, schönen Material.
aus einem weißen, weichen Material. Also ich suche hier nach dem Adjektiv. Sogar Besitz, seitdem Übernahme verfügt. Bla bla bla. Aha, ich sehe hier Edlen. Edel, Edelstein, Edelmetall. Ja, Buchstabe M. Und dann gehe ich wieder nach oben und schreibe hier M und kann auch hier Edlen schreiben. Ja, alles ist erlaubt, wie du das schreibst, ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass du in deinen Antwortbogen die Antworten einträgst. Das ist total, total wichtig. Wenn dir die Zeit nicht reicht und du beschäftigst dich nur mit diesem Aufgabenblatt, dann wirst du 0 Punkte für Sprachbausteine bekommen. Das ist ganz, ganz schade. Deswegen nutze die Zeit, schreibe in den Antwortbogen und schreibe bitte auch in diesen Frageblatt rein und du solltest immer parallel arbeiten. In das Frageblatt schreiben und in den Antwortbogen schreiben. Das muss alles ausgefüllt werden. Es sind so viele Studenten, die, wenn die Zeit aus ist, schreien, oh, Entschuldigung, aber ich habe noch nicht geschrieben. Ich brauche nur 1 Minute. Ich muss es nochmal schreiben. Für alle gilt, beim Leseverstehen, beim Hörverstehen, bei den Sprachbausteinen, schreibt bitte zuerst in den Frageblatt und danach in den Antwortbogen, aber sofort, ja, verliert bitte keine Zeit. So, und du markierst dir wieder die Sachen, die du nicht kennst, mit Fragezeichen. Und wenn du fertig bist mit dem ganzen Blatt, kehrst du wieder zurück zu deinen markierten, mit Fragezeichen Markierungen, damit du das nochmal nachholst. Ja, das ist sehr wichtig. Und wenn du zum Beispiel überhaupt keine Zeit hast und du hast 0 Ideen, du weißt es überhaupt nicht, dann markiere bitte einfach irgendwelche Buchstaben, die du da siehst. Ja, einfach, du markierst das, was du denkst. Ja, einfach A, B, C, 1, C, 2, D, weil vielleicht es gibt eine winzige Chance, dass du richtig markiert hast und so bekommst du einige Punkte. Einfach bitte nicht den Antwortbogen leer lassen. Irgendwas reinschreiben. Nun, ich hoffe sehr, dass meine Erklärung dir klar war und du hast alles verstanden. Wenn nicht, dann schau bitte dieses Video noch einmal an und wiederhole das noch einmal. Jetzt möchte ich das Buch von Dr. Ilja Kozarev, Sprachbausteine Deutsch B2, Teil 2 verlosen und meine Frage lautet, schreib mir bitte in die Kommentare, was ist dein Ziel in Deutschland? Was möchtest du erreichen mit den Deutschkenntnissen, die du durch Lernen mit Hilfe von meinem YouTube-Kanal bekommst? Was ist dein Ziel? Was möchtest du im Leben erreichen? Und so bin ich sehr gespannt auf deine Antwort, auf deinen Kommentar. Und bitte beachte, dass ich das Buch nur innerhalb Deutschlands verschicke, nicht in andere Länder. Und wir haben 1 Woche Zeit, bis ich einen Gewinner finde. Nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Und lerne weiterhin mit meinem YouTube-Kanal, empfehle es weiter, sag es weiter und ich freue mich auf deinen Kommentar. Tschüss!